Der zweite Freiballonstart des Gerolsteiner Sprudels wurde ein voller Erfolg. Tausende Besucher verfolgten mit Spannung das Ereignis. Es soll aber nicht wahr sein, dass ein Hornissengeschwader das Fest störte und die Besucher die Stadt panikartig verließen. Zum Festakt bringt der Sonderzug neben prominenten Gästen viele hundert Bürger aus dem Kiltal. Bei strahlendem Sonnenschein folgten tausende Besucher den Begrüßungsworten von Stadtbürgermeister Geiser und den Herren Vertreter von Land- und Bahndirektion. Zu den besonderen Ereignissen des Tages gehörte die Ausstellung von Spezialfahrzeugen, insbesondere des alten Rheingoldzuges. Nach diesem gelungenen historischen Tag
verlässt der Sonderzug mit sehr beeindruckten Gästen Gerolstein. Brennpunkte 1975. Ein gewaltiger Wolkenbruch ergoss sich am 23. Juni auf unsere Stadt. Ein Unwetter, wie es sich seit 1933 nicht wiederholte. Schon nach kürzester Zeit konnten die Kanäle die Unmassen von Wasser nicht mehr fassen. Wilde, reißende Fluten überschwemmten die Straßen. Der gesamte Verkehr kam zum Erliegen. Katastrophenalarm. Diese Aufnahmen zeigen an einigen Stellen das Chaos unmittelbar nach dem Unwetter. Bilder des Schreckens und des Grauens, wie hier am Friedhof und der Sachsendorfer Straße, bezeugen das Ausmaß der Katastrophe. Die Bahnhofstraße, die Geschäftsstraße, seit je von den Gerolsteinern Flecken genannt, entwickelte sich in den 70er Jahren, wie hier im Bild ersichtlich, durch den wachsenden Autoverkehr zur Via Catastrophalis. Thank you.
Frühjahr 1983. Im Rahmen der Stadtsanierung wurde mit den Bauarbeiten zur verkehrsberuhigten Zone begonnen. August 1983, der erste Abschnitt der Umgestaltung des Fleckens ist abgeschlossen. Viele Bürger haben sich zur heutigen Feier eingefunden. Bürgermeister Geiser geleitet seine Ehrengäste, Finanzminister Dr. Wagner, Regierungsvizepräsident Becker, MdB Dr. Mertes, Landrat Orth, Landtagsabgeordneter Wollscheid und viele Vertreter der Garnison, Kirche, Banken und Behörden zum Festakt. Bürgermeister Geiser begrüßte seine Gäste und eröffnete die Festrede mit den Worten: Wir haben heute einen guten Anfang gemacht mit der Einkaufsmeile und der heutige Tag ist ein Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Er führte unter anderem aus, dass die Planungen und Bemühungen zur Sanierung der Stadt bis ins Jahr 1967 zurückgingen. Die Gesamtkosten belaufen sich vorläufig auf 6 Millionen D-Mark. Davon tragen der Bund, das Land und die Stadt je ein Drittel. Bisher wurden 650.000 D-Mark für den Bau und 960.000 D-Mark zum Grundstückserwerb ausgegeben. Finanzminister Dr. Wagner betonte, er sei gerne der Einladung nach Gerolstein gefolgt. Die Partnerschaft zwischen Autofahrer und Fußgänger müsse in Zukunft gefördert und erprobt werden. Dr. Wagner durchschnitt das symbolische Band und gab somit die Einkaufsmeile frei. Nach viel Jubel und Trubel normalisierte sich gegen Abend der Verkehr in der Einkaufsmeile.